Diese Bilder schockieren seit Tagen die Bevölkerung im Land. Rund 200 krawallbereite junge Männer versetzten mit Böllern Passanten in Angst und Schrecken. Die Mehrzahl von ihnen kommt aus Afghanistan, Syrien, Tschetschenien, Jordanien oder dem Irak. Am Rande einer Pressekonferenz zu einem ganz anderen Thema äußert sich heute erstmals auch der Linzer Bürgermeister, der erst letzte Nacht von einer Dienstreise aus Südkorea zurückgekehrt war. Das Faktum, dass es sich hier beinahe ausnahmslos um Jugendliche mit zumeist syrischen und afghanischen Hintergrund handelt, zeigt, dass in der Asylpolitik tatsächlich einiges falsch gelaufen ist. Die letzten Tage haben wieder mal traurig aufgezeigt, dass Linz, aber auch ganz Österreich ein Problem hat mit straffälligen Asylwerbern, mit vielen Zuwanderern, die zu uns kommen und sich nicht an unsere Regeln halten. Wenn diese Gewalt auftaucht, null Toleranz, auch klare Strafverfahren, harte Strafen für diejenigen, die bereits strafmündig sind. Schon im Vorfeld hatten sich die Jugendlichen mittels der Plattform TikTok im Internet zu den Randalen verabredet. Und offenbar plant man bereits die nächste Krawallnacht. Es gibt bereits erste Informationen darauf, dass ähnliche Gruppen auch Silvester wieder Randale in der Linzer Innenstadt und auch anderswo planen. Es braucht daher ein ganz entschiedenes Entgegentreten durch die Polizei. Bürgermeister Luger versichert, dass heuer zu Silvester keine offizielle Party am Hauptplatz stattfinden wird. Aber er fordert auch ein Umdenken beim Gesetzgeber. Die Polizei braucht mehr Möglichkeiten, um das, was heute im Internet passiert, das nicht einer politischen Organisation zuzuordnen ist, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, sondern einzelne Menschen sind, einzelne Gruppen, die gar nicht organisiert sind, die dann zu solchen Krawallen führen. Hier muss die Polizei mehr Möglichkeiten und auch mehr Rechte haben. Die Polizei hat am Halloween Abend gute Arbeit geleistet. Ich bin aber auch dafür, dass wir die Polizei künftig mit mehr Befugnissen ausstatten und vor allem brauchen wir in Linz endlich mindestens 100 Polizeibeamte mehr. Am Freitag berät man in einem Sicherheitsgipfel des Landes Oberösterreich. Am Montag soll ein weiterer Gipfel stattfinden. Dann wird auch der Innenminister in Linz dabei sein. Und auch Oberst Peter Scheibenreif vom Innenministerium.